Ich neige dazu, dass ich immer ein bisschen übertreibe und habe auch mal so meinen Spruch loslassen. Wenn ich 50 bin, also in knapp 2 Jahren, also in eineinhalb Jahren, in diesem Jahr, also in 2004, dann möchte ich alle Rennen gewinnen, bei denen ich an den Start gehe. Ich habe dann aber gleich in der Nacht gesagt, wenn ich merke, ich gewinne keins, gehe ich halt nicht an den Start. Die Glückshormone, das ist, denke ich, sicherlich so, das geht auch wirklich, denke ich, schon bis zur Sucht. Also ich glaube nicht, dass es viel anders dann wirklich ist, wie wenn ich irgendwelche Drogen nehme. Und die Vorbereitung ist eigentlich der Wettkampf. Die Diskussionen, die ich mit mir selber habe, komm jetzt auf jetzt und, oder kein Schokolad, kein Alkohol. Meine Kollegen, die gehen dann am Freitag ein Feierabendbier trinken und dann man wird ja auch dann, sag mal, man ist zu diesen Kollegen, wird man dann ja auch Außenseiter. Man ist dann einfach nicht mehr so, man ist nicht mehr dabei, man weiß die neuesten Neuigkeiten nicht mehr, man ist halt einfach irgendwo Außenseiter. Letztes Jahr hatte ich einen Sturz bei diesem Inferno-Rennen. Und die Uhr blieb stehen bei 122 oder sowas, weil die blieb stehen, weil es mich halt so fürchterlich zerlegt hat. Und das möchte ich dann jetzt schon immer. Also 200 auf der Ski ist einfach für mich jetzt, sowas habe ich dann schon abgehakt, aber mit dem Auto schon. Also mit dem Auto 300 wäre eigentlich kein Problem. Kilometer Strecken, das mache ich schon im Jahr so 10 bis 20 Stück. Eine habe ich mal gemacht, die war 356 Kilometer, da kann ich noch auf fast jeden Meter erinnern. Der nächste Ansporn war für mich einfach, nochmal mich kennenzulernen, wo sind Grenzen und vor allen Dingen, was ist noch im Alter machbar, weil ich bin jetzt ja fast 50. Als Schanzen gebaut und habe auf den Trickski-Schanzen gemacht, nicht nur wer ein Salto macht, sondern wer am blödsten, am höchsten über die Schanze juckt und wie man aufkommt, das war dann eigentlich ganz egal, meistens mit gar keinen Skiern und so. Gut, dann habe ich so diverse kleine Hobbys. Ich habe zum Beispiel Zwerghühner, bei denen kann ich gut relaxen. Jetzt im Moment nerven sie, sie legen keine Eier. Also ich würde eines vielleicht ganz anders machen. Ich würde liebend gerne nochmal Sportmedizin studieren. Immer das fasziniert mich eigentlich. Ich glaube, da könnte ich es dann so richtig aufleben. Das ist mir jetzt einfach, ja, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht im Lotto gewinnen würde, würde ich wahrscheinlich aufhören zu arbeiten und Sport studieren. Bin dann viel gereist, war in Amerika bei der Weltmeisterschaft. Ich meine, fast 6 Weltmeisterschaften mitgemacht, 3, 4 Weltcup-Saisonen durchgefahren. Und so kam ich durchs Biken, kam ich eigentlich erst einmal so aus Vogtland oder aus dem Schwarzwald überhaupt raus. Ich war früher eigentlich
schon recht ortsgebunden. Ich wollte eigentlich gar nicht raus.